Wir begrüßen Sie recht herzlich bei unserem Interkontinentalflug von Kassel-Calten nach Mallorca. Wenn mich die Stewardess nicht unterbricht, mache ich meine Begrüßung weiter. Was? Ich wollte doch noch meine Begrüßung fertig sagen. Gott. Herzlich willkommen bei The Forest. Hi. Oh Gott, du warst in mir. Ja, ich bin immer in dir. Du sollst mir doch nicht immer so nahe kommen. Ich hatte Angst. Ja. Warum hast du schon die Axt? Wieso hab ich die nicht? Tja, diesmal bin ich andersrum gegangen. Hier war Stau. Ja. Ach so. Päckchen. So. Ah ne, kann man nicht öffnen. Mhm. Ja. Also Mallorca habe ich mir anders vorgestellt. Ach. Das ist alles neu. Wurde alles neu gemacht. Neuland. Genau. Damit die Leute sich hier wohlfühlen. Guck mal, wie wohl sie sich hier fühlt. Die hat ein Auge, glaube ich, noch auf. Sie fühlt sich so wohl, dass sie mit offenen Augen schläft. Na, kommt sie nicht mehr hoch? Nein. Egal. Ist egal, ja. Kannst du von dir nicht sehen. Ach, das kannst du vielleicht von dir unten auch sehen. Jetzt möchte ich es auch gar nicht mehr sehen. Tja, dann kannst du es dir später bei mir ansehen. Hab's ja jetzt aufgenommen. Na, komm. Jo. Ich würde sagen, wir suchen uns dann mal, wenn wir uns hier ausgestattet haben, ein schönes Plätzchen. Ja, würde ich auch sagen. Dass wir die Nacht gut rumkriegen. Wir sind schon wieder beim Kannibalendorf, wie in unseren Test. Hab's schon gesehen. Testaufnahmen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Update ist, weil kann doch nicht sein, zufällig, dass wir zweimal hintereinander hier landen. Oder? Mhm. Oder ist das jetzt vielleicht der die Haupt- neue Land? Ja, genau. Keine Ahnung, kann ich mir aber nicht vorstellen und ich glaube, es kam. War hier nicht irgendwo die Farbe? Es kam auch kein Update, oder? Also, ich hatte kein Update. Ich guck mal, nicht. Hier unten war doch die Farbe. Dann lassen die uns wenigstens ein bisschen in Ruhe. Da. Und ein hübsches Bildchen. Mit einer Waffe. Und eine hübsche Echse. Oh. Eine hübsche Echse? Ja, ganz hübsch. Ist deine Echse eine hübsche? Das ist meine Echse. Echse. Ziehst du ihr die? Nicht Ex. Achso. Nö, ich hab sie nicht gekriegt. War so schnell. Schön der Ex die Haut vom Körper ziehen. Boah. Und dann selber anziehen. Sehr schön. Machst du das so? Nein. Wer bin ich denn? Timmy. Ich glaube, wir sollen uns beeilen, oder? Bis die wieder zurückkommen. Ja, ich glaube, die waren das letzte Mal ziemlich schnell hier. Ja, die standen hier an der Seite und die haben uns gesehen. Dann sind sie gleich zu uns. Die
die demonstrierenden Bots. Genau. Das sind jetzt die Bots, die Bösen. Alles Fake News hier. Alles Fake. Die gibt es gar nicht. Das ist alles vom Boss regeneriert hier. Alles Google-Angestellte. Die gibt es nicht. Weißt du, wie das ist? Alles, was einem irgendwie nicht passt, existiert auch nicht. Mhm. Naja, noch ist es hier friedlich. Ansichtssache. Naja, friedlich, hier hängen Leute. Die haben ihren Frieden gefunden. Weiß ich nicht, ob die das wirklich haben. Man hier friedlich sterben kann. Also nach Streit suchend sehen die nicht mehr aus. Nee. Aber guck mal, die haben den Sack über den Kopf gezogen bekommen, dann noch die Schläger. Soll ich dir auch mal deinen Sack über den Kopf ziehen? Schöne Innenansicht. Bam, und wieder hochgeflogen. Ist wieder hochgeflogen. Ja, wenn ich die Getränkedosenkisten öffne. Ach so, wenn man drauf steht, ne? Ja, springe ich immer so hoch. Ja. Wenn man sich oben drauf stellt und dann die Kiste kaputt macht, fliegt man so ein bisschen in die Luft. Wollen wir uns hier schnell die Karte holen? Können wir machen. Hast du dir schon Dynamit mitgenommen? Oh, hier sind sie. Nicht angreifen, ignorieren. Nö, ich hau gerade ab. Gut, lass uns ins Loch gehen, komm. Wollen wir das gleich markieren, wenn wir wieder raus sind? Ja. Ich habe es gerade gesucht, aber ich habe es nicht gleich gefunden. Nö, ist nicht schlimm. Oh Gott. Stürz nicht ab. Es hing gerade extrem. War diese Höhle groß? Ja, ich glaube, die war recht groß. Weiß es aber nicht mehr. So genau. Wir haben zwar nichts im Inventar, aber wollen wir es erforschen? Das wäre ziemlich mutig. Ja, aber... So ohne Camp, wo man vorher mal gespeichert haben könnte. Das stimmt. Du bist auch von den Eindrücken hier geplättet, ne? Ja. Von den Eindrücken. Ich würde sagen, wir bauen uns erstmal ein Camp draußen auf und machen zumindest erstmal Pfeil und Bogen. Ja. Der ist nicht nur geplättet, der ist richtig ausgedrückt, wie so eine Zahnpastatube. Am besten noch so an den Beinen zusammengerollt. Oh Gott, ja. Dann kommt alles oben und unten raus. Hm. Wo bist du schon oben? Ich bin schon oben. Ich sehe gerade, wie sie ihre Kisten durchwühlen. Ah, die gucken, was wir geklaut haben, wa? Hm. Wahrscheinlich. Hast du ihre Liebespuppe mitgenommen? Gib's auch wieder zurück. Hast du schon markiert? Nein. Ich bin gerade dabei. Ich hoffe, mich greift jetzt keiner an. Aber wie markiert man das jetzt nochmal? Hab's. Okay. Mach es rot einfach, ne? Hm. Dreh dich mal um. Deine Augen sind voll weiß. Du hast eine Glatze. Kennst du diesen glatzköpfigen Typen noch, der ganz am Anfang, der ja. du warst? Ja. Wo ich dir gesagt habe, wo du als gestorben bist, dass der Tod dir gut getan hat? Genau der bist du wieder. Okay. Willst du nicht wieder sterben? Wollen wir weg hier? Ja. Bevor die sich anders überlegen und uns doch angreifen. Machen sie jetzt schon. Bist du angegriffen worden? Nee, aber die haben dich schon so komisch angeguckt.
Hier stehen noch mal Häuser. Ach so. Ey, hier waren wir. Warte mal, da hinten stand noch ein Haus. Da waren so zwei große. Komm mal mit. Da waren so zwei große Schädel an so. Also Totems waren das. An so. Bist du? An so. Siehst du meinen Namen nicht? Doch. Einer lacht uns hier aus. Das kann ja nur eine Frau sein. Wenn sie dich auslacht. Wieso? Wollt nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Warte, hier war's nicht. War sag doch oben. Sowas nicht. Am Ende reden die Leute noch über uns. Wir hätten was. Schnuckiputz. Ich habe nichts gesagt. Wo war denn das Häuschen? Hier war doch noch eine Hütte irgendwo. Denn das hier. Oh, geh weg. Er lacht als. Echt Nerven, ne? Typisch Bots. Ja. Alles nur Fakes. Die gibt es gar nicht. Wir bilden uns die nur ein. Ich bin der Meinung, dass es hier eine Hütte gab. Und alles imaginäre Mitarbeiter von Google. Oh, wir sind schon am Meer. Ach so, apropos Bots. Ich gehe am 23. März auf eine Demo gegen Artikel 13, habe ich beschlossen heute. Wo denn? Ich weiß nicht, ich glaube in Frankfurt ist eine. Ich will noch gucken, wo eine. Frankfurt, Berlin. Köln auf jeden Fall wahrscheinlich wieder. Boah, ich glaube, es sind vier große Demos. Ich weiß aber nicht jetzt. Also von Berlin weiß ich auf jeden Fall, aber die anderen weiß ich nicht, wo die sind. Also Frankfurt oder Köln, denke ich mal auf jeden Fall. Wo dann eines sein wird, okay? Hier ist wieder einer. Berlin ist ein bisschen weit, ne? Ja. Aber ich glaube, da wird auch die größte sein. Mhm. Ja, Berlin von unserer Provinz hier. Ja, ich weiß nicht, das sind 400-500 Kilometer, ne? Mhm. Also ist schon ein bisschen was. Bisschen was? Bisschen ist das. Ein bisschen ist gut. Ich weiß nicht mehr, wo die Hütte ist, ich sehe sie nicht mehr. Ist doch egal. Lass uns irgendwo ein schönes Plätzchen suchen. Zum Campieren. Ja. Ich bin ein Känguru, ich bin ein Känguru. Ein Känguru. Okay. Wenn man auf den Baum springt, hier auf diesen Wurzeln. Springt man höher, ne? Ja. Hab ich gerade auch gesehen. Ey, geil. Komm ich da hoch? Warte. Kannst du mich auf mich stellen? Also auf meinen Kopf oder so? Kann ich dich auf dich stellen? Ob du dich auf mich stellen kannst? Weiß ich nicht. Bück dich. Probier's. Warte. Bück dich. Ja, komm, hüpf. Also, ich stande jetzt auf dir. Aber konntest nicht mehr hüpfen, oder was? Doch, du bist nur weggegangen. Was hast du denn? Ich hab dich auch gerade hochgedrückt, Junge. Echt? Ja. So, wie zieh ich dich jetzt hoch? Du ziehst mich immer nur runter. Alter! Irgendwann kann man nicht mehr auf den Ästen stehen, da fällt man runter. Warte. Das sieht bestimmt von außen aus, als würde ich den Baum begatten hier. Siehst du mich? Bist du gerannt oder ganz normal? Ich bin gerannt und gesprungen. Das mache ich doch auch. So. Oh, ich muss kurz die Medizin hier nehmen. Egal, da unten ist das Boot.
Aber da oben ist auch nichts los. Also, man kann da nicht zimmern, glaube ich. Ja, vielleicht hat man irgendwie Ausblick gehabt. Nö, man sah nur Busch. Busch. Da vorne ist das Boot. Theoretisch könnten wir ja da drinnen kurz pennen, wenn es gleich dunkel wird. Ich gehe erstmal zu dem Grab hier vorne. Wohin? Da vorne zum Grab. Mittlerweile dürften ja alle das Spiel kennen. Zum Grab? Na, wo war hier doch ein Grab? Da gab's da. Ach da? Gibt's denn da? Okay, das kannte ich jetzt nicht. Echt nicht? Ne. Okay. Bin letztes Mal, glaube ich, als vorbeigelaufen hier. Hilfe, unrealistisch, es geht nicht. Du hast mich abgeworfen, ne? Wer sagt das? Du hast keine Beweise. Nur weil ich mit dem Rücken zu dir war. Und deswegen habe ich dich abgeworfen. Wäre das jetzt schlau, zu schwimmen? Warum? Dann ist die Farbe ab. Siehst du hier Gründe, dass wir Farbe brauchen? Noch nicht. Siehst du? Tim? Ja. Warte. Ist mir in die Axt gelaufen. Ich konnte nichts machen. Ich schwimme trotzdem mal zum Boot. Ich schwimme hinterher. Okay. Ah, oh, ist das immer dunkel hier. Ich habe mir jetzt aber auch sagen lassen, dass es gibt ja im Hauptmenü ein paar Filter. Ah. Und manche Filter, das sieht man halt bei Nacht besser. Und in Höhlen. Wir können ja mal zwischen den Folgen gucken. Wenn nicht, dann müssen wir es halt bei der Bearbeitung etwas heller machen. Ja. Geht ja auch noch. Oh. Ich bin vollgestopft mit Seilen. Solange es nur Seile sind. Tentakelfips hier. Ein paar Münzen. Frag mich, wer das Kind auf der Milchpackung sein soll. Keine Ahnung, irgendein vermisstes Kind. Wie bist du da drauf gekommen? Wo? Dass das ein vermisstes Kind ist. Ich hab keine Ahnung. Ja. So. Wollen wir erst schlafen gehen? Dann trinke ich. Oh, ich habe eine Kassette gefunden. Zwei sogar. Feuer auf dem Boot bauen ging nicht, ne? Weiß es nicht, aber macht das Sinn? Wenn man einen Lurch essen möchte. Achso, ja. Aber. Macht das Sinn, erst am nächsten Morgen zu essen, oder? Stimmt, aber geht trotzdem nicht. Ach. War die Musik mal nicht lauter? Die Musik hörst nur du. Ich steck gerade mein Feuerzeug in deine Nase. Kannst du hier nirgendwo anbringen. So, ich gehe jetzt schlafen. Das kannst du nur an Baumstämmen anbringen. Warte, ich speicher kurz. Oh. Oh. Ja, ich habe das falsche angewählt. Jetzt geht's. Ich hatte kurz das falsche angewählt. Aber jetzt geht's. So. Ich würde sagen, wir schwimmen wieder rüber ganz schnell und da
habe gerade schon einen Snack gegessen. Ist es jetzt Abend oder ist es jetzt Tag? Also morgen. Es ist morgen. Wie du aussiehst. Siehst aus wie Caillou, nur ein bisschen älter. Nicht mehr vier. Schwimm nochmal vor mir. Rückwärts. Das sah aus, als würde nur dein Kopf auf dem Wasser schwimmen. Bei mir auch. Ey, das ist Schildkröten. Mit einem Schlag. Ja, ich habe leider den Panzer getroffen. Neues Tier entdeckt und gleich töten. Das sind so typisch Menschen, ne? Das ist die Menschheit. Ja. Neues fremdes Tier. Oh, es ist gefährlich. Ah. Wir müssen es töten und ich habe immer noch kein Lagerfeuer gemacht, um mein getötetes Tier zu essen. Warum hast du so viel Blut an den Armen? Du warst doch gerade im Wasser. Warum hast du eine Maske auf? Hä? Kennst du das nicht? Nein. Warum liegt hier Stroh? Kennst du? Ich auch nicht. Nee, kenn ich nicht. Was? Ja. Aber du bist aktualisiert. Was? Okay. Nix, schon gut. Brauchst du auch was zu essen? Ja, ich habe was aufgemacht. Ah, okay. Der ist voll klipperig. Ja, man kann die voll wegschieben. Lass den mal ins Wasser schieben, mal gucken, was passiert. Ob er wieder schwimmt, oder? Ja. Ja. Vielleicht sind die ja so programmiert. Ach so. Dann leben sie plötzlich wieder. Ja. Und der hängt da irgendwie. Schieb den Wal. Schieb den Wal zurück ins Meer. Das ist ein Hai. Komm schon! Wie war das? Delfine sind schwule Haie. Ich glaube, die Flosse hier, die Schwanzflosse, die hängt, glaube ich, hier einfach auf dem Boden fest, dass man sie nicht reinmachen kann. Weil, guck mal, hier vorne kannst du es halt easy bewegen hier. Ja, und hinten die Flosse, die geht schwer, das habe ich gemerkt. Ja. Die hängt auch so ein bisschen im Boden. Hängt deine Flosse auch manchmal ein bisschen am Boden? Immer. Nicht nur manchmal. Ach du Scheiße, vergeht die Zeit schnell. Warum? 24 Minuten. Nehmen wir schon auf. Was? Ja. Ja, machen wir ungefähr so eine halbe Stunde draus, oder? Gott, mein Schatten. Ich habe wirklich eine Glatze. Sag doch. Doch. Ich kann dir später mal ein Bild schicken davon. Wo gehen wir eigentlich hin? Immer der Nase nach. Folge meiner Nase. Warte mal, war hier der große Baum hier oben? Ja, denn ich habe so viel Wasser in meiner Blase. Ach. Ich glaube, wir müssen einmal rumlaufen. Ja. Bam, ich habe jetzt Pfeil und Bogen gemacht. Bam, bam, bam. Kleiner Hai, düm, düm. Kennst du das Lied? Nein. War so, glaube ich, so eine Lehrerin oder so, hat vor ein paar Jahren so ein Lied rausgebracht. Kleiner Hai, düm, 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 düm. Ein großer Hai, was weiß ich. Düm, 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 düm.
glaube, hier ist wieder eine Höhle, oder? Hier war wieder ein Totem. Nee. Sah so aus. Mhm. Könnte man einen Speer machen. Dann kann ich ein paar Fische hier angeln für uns. Ja, kannst du machen. Es gibt keinen. Ach, da hinten. Neues Tier entdeckt. Ich habe gerade Fische entdeckt. Ich wusste natürlich vorher nicht, was Fische sind. Ob sie jetzt erst entdeckt. Ja, das glaube ich dir aufs Wort. So, ich bin hier gerade am... Ich habe jetzt mal festgelegt, wo unser Zuhause ist. Wollen wir hier so eine Blockhütte hinmachen? Oh, hier ist auch noch ein See. Guckst du mal? Ja. Hier ist etwas schief. Wo? Na, ich glaube, hier, durch die Ecke. Hm. Ich glaube, wir müssen hier auf dieser Höhe anfangen und in die andere Richtung, also die höchste Ecke müssen wir, glaube ich, anfangen, damit das bestimmt die Höhe. Kaju. Guckst du denn so? Geh, lauf mal durchs Wasser, du bist voller Blut. Stimmt doch gar nicht. Doch. Voll sauber. Nein. So. Ich würde sagen, wir beenden die Folge einfach und bauen bei der nächsten Folge einfach hier. Ja. Jetzt haben wir schon 28 Minuten. Wenn sich das einer angucken sollte, soll er sich ja nicht langweilen, oder? Das stimmt. Nee. Wir danken uns Zuschauer jetzt schon mal. Auf Zuschauer? Zuschauer. Ich danke mich auch. Dass er zufällig auf dieses Video gestoßen ist und es bis hierhin durchgehalten hat. Ja, das stimmt. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, tschüss.